Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Messerreview. Heute das Sanremo 7130. Die günstigere und meiner Meinung nach auch bessere Variante des Sanremo Horny. Gleich vorab. Ich habe beide dabei, habe sie auch beide am Mann. Seht ihr hier? Ich habe sie am Gürtel, das Horny. Ja. Hier ist es. Und hier das 7130. Das Horny hat die Nummer 7132. Jetzt ist das Horny ja die Verzwergung des Hornet. Ja. Und muss mal eins dazu sagen, die Leute denken, das ist die Verniedlichung von Hornet. Hornet heißt Hornisse und Horny heißt geil, rattig, läufig. Ihr wisst schon. Also, Hornet, Horny, 7130. Kommen wir zum Preis von dem. Kommen wir erstmal zum Preis von dem hier. Erste Webseite, die ich aufgerufen habe, Google. Auf Google habe ich Sanremo Horny eingegeben. Und die erste Seite, da kostet das Messer 34,90. Bei Gearbest im Flash Sale. Aufpassen, Wildschweine. Und die sind hier im Augenblick ganz schön wild auf Futtersuche. Und das hier, sagenhafte 12,02 €. Ja, im Flash Sale bei Gearbest. Screenshot vom Smartphone, von der Gearbest App. Hier oben. Ja, also. Die sind fast identisch. Das hier wiegt 89 Gramm, das 7130 nur 57 Gramm. Vom Profil her sieht man schon, da ist ein bisschen an Griffmaterial weniger, ja klar. Aber besser fürs verdeckte Tragen. Ja, habe ich gestern mal testweise unterm T-Shirt gehabt zu Hause und bin dann vor den Spiegel gegangen, habe geguckt, ich konnte es nicht erkennen. Ja? Gut, wenn ich ein weißes T-Shirt runtertrage. So, also 57 Gramm, 3,5 mm Klingendicke, beim Horny auch, 70 mm Klinge, 170 mm Gesamtlänge. Stahl 8CR 14 MOV. Warum beim Horny 8CR 13 MOV? Na, ist kein großer Unterschied, aber macht ja nichts. Des Weiteren haben wir hier bei dem Modell, also beim Horny, zumindest bei der Version, eine schwarze Klinge, orange, erzeugt Aufmerksamkeit. Das hier gibt es, glaube ich. Auch bald in schwarz stonewashed, aber allein durch das schmale Profil. Also ich war sonst nie ein Fan von Neckknives, aber mittlerweile hat sich meine Meinung geändert. So, jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, geringe Griffdicke macht schwieriger zu schnitzen. Das stimmt irgendwo auch, aber ich denke auch nicht, dass es dafür konzipiert worden ist, ständig damit harte Aufgaben durchzuführen, sondern es ist eher so eine Art EDC Neckknife für die Leute, die keinen Bock auf auf Klappmesser haben, ja, die halt schnell ziehen wollen, schnell arbeiten. Ich denke, dafür ist das genau richtig. Und Max, steht drauf, gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich habe es jetzt 2 Wochen. Ja, mein Flachschliff, was ich persönlich sehr bevorzuge. Prämiengefahr, Wildschweinchen.
Flachschliff, was ich sehr bevorzuge, im Gegensatz zum Orni, wo wir hier, also hier Full Flat Ground, hier haben wir einen Flachschliff, aber auch leider, also nicht ganz bis oben hin durchgezogen. Swedge, Daumenrampe. Die Daumenrampe fehlt mir hier ein bisschen, hätte man vielleicht ein bisschen Jimping drauf machen können. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber abrutschen ist hier eh nicht, da der Griff so geformt ist, dass wir einen Fingerguard haben. Trotzdem hier oben für feinere Arbeiten. Ich höre doch hier Wildschweinchen. Haben sie hier noch die Löcher ausgefräst oder gestanzt oder was auch immer, um noch mal Gewicht zu sparen, und das merken halt 57 Gramm sehr gut. An der Scheide war mit bei dieser spezielle Verschluss, muss man gerade danke fürs Rüberfliegen. Die Scheiben oder die ist ja kein Kydex, ist ja ABS Plastik. Die sind soweit identisch. Wir hatten hier bei dem von dem 7130 auch denselben Gürtelclip hier dran, den habe ich aber abgemacht, weil ich es als reines Neckknife tragen möchte. Und das hier halt als Backup-Messer am Gürtel, je nachdem wo ich bin, wo ich es brauche. Die haben alle beide ihre Daseinsberechtigung, finde ich sehr gut. Gefallen mir beide, aber aufgrund des geringeren Gewichts, des niedrigeren oder flacheren Profils und des Preises. Hör mal, ihr kriegt drei Stück zum Preis von dem. Ja? 12 Euro. Schönes Neckknife. Dann guckt mal, was ihr für teilweise schäbelige Neckknives für 12 Euro irgendwo auf Amazon bekommt. Ja? Yeah. Low Budget. Wenn sie das hier Horny nennen, dann sollten sie das hier Naked and Horny nennen. Oder Horny and Naked. Cool. Ich glaube, so nenne ich das Video. Sanremo 7130. Naked and Horny. So, kleines Review. Schicker Schneidteufel. Ja? Stonewash. Richtig cool. Gefällt mir. Ich habe meine Meinung über Neckknives geändert. Ich habe früher mal gesagt, oder ich glaube, ich habe das noch nie wirklich irgendwo in einem Video gesagt. Aber ich habe es mir immer gedacht, Neckknives sind scheiße, aber sind sie doch nicht. Aufpassen. So, das war mein Review über das Sanremo 7130. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Und wie immer gilt, tschüss, Madiot, schwenkt den Hut, tschüss, hör ab und schwenkt die Kappe.